Ja, hi, hier ist mal wieder der Sebastian von der Munich Guitar Company und heute zeige ich euch mal eine ganz besondere Gitarre, die mir sehr am Herzen liegt. Eine Huss & Dalton TDR Custom. Huss & Dalton ist eine kleine Edelschmiede aus Virginia, die es jetzt seit fast 30 Jahren gibt. Und seit einigen Jahren führen wir sie auch hier im Shop, haben immer tolle Gitarren da. Und dieses Modell haben wir uns ein bisschen custom optimieren lassen von der Firma. Also es ist kein Standardmodell. Hat zum Beispiel eine gebackene Sitka-Fichtendecke, also durch den Backvorgang klingt die Gitarre schon, obwohl sie nagelneu ist, etwas eingespielter, etwas wärmer und weicher. Das Bracing ist mit sogenanntem Hot-Hide-Glue verleimt, was einfach ein Warmleim ist und was dem Ganzen bessere Klangeigenschaften verleiht und auch ähnlich ist wie in den typischen Pre-War-Gitarren, die Vorkriegsgitarren von Martin, die so gebaut wurden. Und wirklich faszinierender, warmer Ton mit einem Gibson-Style-Schlagbrett drauf. Einfach mal was anderes, optisch sehr, sehr schön. Der Höhepunkt meiner Meinung nach, das Honduras-Palisander auf der Rückseite und den Zargen. Wirklich ein tolles, seltenes Holz mit einem schönen Mittelstreifen. Und ein sehr angenehmer, leicht V-förmiger Hals aus Mahagoni mit einer 44,5 mm Sattelbreite, also die Gitarre eignet sich auch super für Fingerstyle. Es ist nicht die typische Strummerin sozusagen. Und jetzt würde ich sagen, hören wir doch einfach mal rein.